Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Sando Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, ein ohne Call of Duty Black Ops 6. Komm, wir fahren Richtung Sonnenuntergang. Unser Ziel ist das irgendwo im Irgendwann. Kampagne. Ja, wir sollen die Beweistafel untersuchen. Das machen wir natürlich. Okay, wir müssen jetzt den hier machen. Dank Felix haben wir erfahren, dass Livingstone Adler in eine Black Seil der Straße von DC geworfen hat. Kein Ort, den man in einem Reiseführer findet. Wir hatten ihn gerade erst da reingebracht. Und jetzt müssen wir ihn rausholen. Okay. Rette Russell Adler aus einem CIA Black Seil unter dem Capitol Station. Ah, ich weiß, was das für eine Mission ist. Die Black Side liegt in einem Teil der Tunnel unter DC. Auf den Plänen, die ich geborgt habe, ist ein Eingang direkt unter Capital Station zu sehen. Die Black Side, in der Adler festgehalten wird, erfordert einen Netzhautscan. Wir haben keinen Zugang. Zumindest nicht mehr. Eine Chance gibt es jedoch, wenn wir schnell genug sind. Am Samstagabend steigt eine Politveranstaltung in der Station. Übernimm, Felix. Ein Teilnehmer der Veranstaltung, ein gewisser Senator Jack McKenna, hat Sicherheitsfreigabe für die Black Side. Mit einem hochauflösenden Bild seiner Augen kämen wir am Netzhautscan vorbei. Ich arbeite bereits an einer Lösung. Wir gehen zu dieser Spendengala, holen uns vom Senator, was wir brauchen, und befreien Adler aus der Black Side, bevor jemand was merkt. Klingt doch einfach. Was meint ihr? Okay. Oh, was? Ah, Police, okay. Die Kamera funktioniert. Manchmal überrasche ich sogar mich selbst. Hoffentlich bekommt Seth und Case den Netzhautscan. Du machst dir eine Menge Mühe, um diesen Adler zu retten. Wem sagst du das? Mhm. Da sind wir. Wir haben Bill Case. Ton ist deutlich. Du bist am Zug. Du betrittst jetzt meine Welt, Case. Oder sollte ich sagen, Jeff Burke, Fotojournalist für den Washington Telegraph. Mach kein Aufsehen. Du kommst problemlos durch die Sicherheitskontrolle. Okay. Gehen Sie bitte weiter. Da drin sind sie fast fertig. Nur zur Info. Viel Spaß. Jo, danke. Schönen Abend. Hi, ich wollte gerade gehen. Ich weiß nicht, warum du hier bist, aber du musst sehr vorsichtig sein. Langley hat sein Team gebildet, um euch drei zu finden. Und vielleicht haben sie sogar hier Augen. Werdet ihr entdeckt? Vergiss Suspendierung. Livingston wird euch lebendig begraben. Es war schön, dich zu sehen. Wir treffen uns bald. Alles klar. Ja, die ist, glaube ich, da vorne. Hallo. Setzen wir uns mal hin, ne? Wie die Vorzeigefrau eines Wirtschaftsmagnaten. Der Senator ist auf der Bühne. Wenn uns die Kamera für ein besseres Bild. Okay. So, ich soll jetzt von dem da ein Bild machen, oder was? Siehst du den, der mit Gouverneur Clinton spricht? Sag Hallo zu Senator McKenna. Nutzt du die Kamera, Case? Der Senator gibt heute keine Interviews. Und er geht nirgendwo ohne seinen Sicherheitsdienst hin. Also ist die einfache Option vom Tisch. Hier, nimm das. Ja. Gala-Karte. Seth hat verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt, den Netzhautscan des Senators zu erhalten. Nutze die Gala-Karte, um die unterschiedlichen Wege zu entdecken und zu verfolgen. Sie wird beim Erkunden mit Informationen gefüllt. Ich habe nachgeforscht. Anhaltspunkte markiert, um ihn zu isolieren und dicht nah genug für den Netzhautscan heranzubringen. Such was aus. Achso, ich soll jetzt hier gucken, was ich machen soll, oder was? Geheime Affäre.
Senator McKenna und seine Frau Miriam haben sich gestritten und seitdem meidet sie ihn. Rede an der Bar mit ihr und finde heraus, ob du ihren Streit ausnutzen kannst. Jemand hat Senator McCain bei seiner Ankunft eine Notiz zugestellt. Der Senator hat sie. Ich würde sagen, wir machen einfach die, oder? Let's go. Wenn du Fragen hast, jetzt ist der Moment. Ich sage dir, was ich weiß. Okay. Warum hast du die Garderobe eingekreist? Als der Senator eintraf, gab ihm mein Kellner eine Notiz. Was immer es war, hat McKenna die Laune verdorben. Er zerknüllte den Zettel und steckte ihn in seine Manteltasche kurz bevor er reinging. Wenn wir diesen Zettel haben, können wir die Info sicher zu unserem Vorteil nutzen. Mhm. Wer ist dieser Armato? Ihr Amerikaner würdet ihn Fixer nennen. Er räumt für eine der 5 Familien von New York City auf. Ich habe schon für ihn gearbeitet. Seit ich hier bin, hat er den Senator im Auge. Nicht auf die nette Art. Vielleicht findest du raus, warum. Mhm. Könnte für beide Seiten von Vorteil sein. Was ist mit McKennas Freund? Frau. McKenna scheint häusliche Probleme zu haben. Er hatte wohl Streit mit seiner Frau. Jede Menge gezwungenes Lächeln. Sie stürmte davon, hat auch nicht mehr mit ihm geredet. Hat ihren Ärger an der Bar erklärt. Vielleicht solltest du ihr ein offenes Ohr leihen. Mhm. Danke, Seth, ich überleg's mir. Oder dein so. Auftritt, Jess Burke. Gut. Ja, okay. Also, hier sind Wachen, Keimaffären. Ich mein, lieber Katzen. Und Sidney, die hat eine Unterstellung. Meinst du, wir könnten eine Unterstellung gewinnen? So ziemlich. Ich würde ihn. Das sind keine Wachen, so wie es aussieht. Warte, wo sollte ich jetzt hin? Hier. Hallo, werte Dame. Noch einen, bitte. Ah, ein Journalist. Hat Ihnen niemand gesagt, dass mein Mann und ich keine Interviews geben oder Fotos machen? Aber Sie sehen toll aus. Könnten Sie Ihren Mann für ein Foto holen? Dies ist mir völlig egal. Ich habe heute Abend Zugang zu mir. Mein Mann hat Aufpasser und eine Sekretärin. Ich bin seine Frau. Auch wenn er das gelegentlich vergisst. Mhm. Inoffiziell, ich habe eine gewisse Spannung zwischen Ihnen und dem Senator bemerkt. Eine einzige negative Schlagzeile kann den Ruf eines Senators ruinieren. Inoffiziell? Wie am Sand? Also was? Oder mit wem's mein Mann tut? Ist wohl kaum ein Geheimnis. Wenn Sie zum Senator wollen, folgen Sie der Sabberspur bis zu dem hübschen Ding, das halb so alt ist wie er. In der Auktionshalle. Da war seine Assistentin zuletzt. Die Assistentin könnte unser Ticket zu einem Fototermin mit McKenna sein. Nee, jetzt muss ich da wieder rein, oder was? Das ist Anne Johansson. Nicht mein Typ. Aber ich verstehe, warum der Sato sie mag. Der erste Zusatzartikel schützt uns vor staatlicher Zensur. Darum geht es. Wo zieht man die Grenze? Man muss die Güter bewahren. Und die sind von Staat zu Staat unterschiedlich. Oh. Keith, hier mit den Tauben im Treppenhaus überstürzt. Das liebe ich am meisten. Es gibt einfach keine Künstler wie Cartier-Bresson mehr. Nutze das Mikrofon an deiner Kamera. Tu, als würdest du Fotos machen. Da drüben, McKennas Assistentin. Sie und ihr geheimnisvoller Freund scheinen ein ernstes Gespräch zu führen. Mhm. Case, Kamera, wir verpassen unsere Chance. Ton ist gut. Denk daran, bleib im Fokus. Das Risiko ist mir egal, aber nicht die Belohnung. Wir kriegen sein Geld. Ich sage dir, wenn wir die Wahl haben, können wir viel mehr aus ihnen rausquetschen. Und ich sage dir, dass deine Frau von mir weiß. Wir könnten viel mehr haben. Schau, wenn wir ihm heute Abend vom Tape erzählen, kriegt er Panik, wird alles zahlen. Aber wenn wir jetzt nicht zuschlagen, bekommen wir nichts. Okay. Vertrau mir einfach. Hier, nimm das Parkticket. Hol das Tape aus dem Auto. Gut. Ich hole es in ein paar Minuten. Einen Senator mit Sextapes zu fressen? Es geht nichts über die Klassiker. Mhm. Damit haben wir ein gutes Druckmittel gegen McKenna. Schnapp dir sein Parkticket und die Autoschlüssel.
Dann hol dir das Tape. Jo, mach ich. Ich beobachte das Mädchen. Okay. Stehlen muss ich's jetzt. Hallo. Wie geht's Ihnen? Wie kriege ich den denn jetzt hier weg, ist die Frage. Moment. Ah, geht nicht. Pardon, Sir. Dieser Bereich ist nur für autorisiertes Personal. Okay. Okay, ich muss irgendwie da hinten hin. Er ist noch dort, ne? Jo. Oh, shit. Bitte gehen Sie. Komm her. Lassen Sie sich nicht mehr hier blicken, sonst wird es unschön. Komm rein hier. Komm rein. Weg. Ich stehle gar nichts. Okay, wo muss ich jetzt hin? Ah, ich muss hier raus, glaube ich. Erstmal. Irgendwie. So. Ach, moin Kollege. Okay, so. Bin wieder da. Dann gehen wir jetzt mal mit irgendjemand reden. Hä? Achso, hier ist die Tür. Hallo? Öffnen? Guten Tag, Sir. Ticket? Hey, ich muss noch was aus meinem Auto holen. Ziemlich kalt heute Nacht. Ich würde nicht zu lange draußen bleiben. Bitte sehr, Sir. Danke. Jetzt musst du nur noch das Auto finden. Oh, ernsthaft jetzt? Moin. Wie finde ich denn das Auto? Ach, da hinten. Wenn am Schlüssel ein Sender ist, kannst du vielleicht die Hupe betätigen. Mhm. Schau mal, was ist hier alles drin? Hey, was machen Sie an meinem Auto? Hey, CIA Security ist auf dem Weg zu dir. Tauch unter und bring das Tape zur Frau des Senators. Okay. Viel Glück mit dem Netzhaus-Scan. Bin kurz weg für einen Garderobenwechsel. Alle kommen die zu mir. Moin, was geht? Nein. Okay, die sind dort. Oh, wie soll ich denn jetzt hier wegkommen? Okay, dort sind die. Okay, so. Ich glaube, das passt. So. Komme ich jetzt wieder ganz normal rein, oder was? Moin. Jo, komme ich.
Okay, jetzt muss ich wieder mit diesem Typen da reden. Ach, mit der Frau meine ich. Dann reden wir jetzt mal mit der Frau, ne? Hallo, da bin ich wieder. Schenk mir nach, ja? Sie wieder. Was jetzt? Sonst sind wir ihr Mann erpressen. Ich habe ihr Video. Ihr Mann fickt seine Assistentin und sie hat es aufgenommen. Haben Sie? Das machen Sie aus reiner Nächstenliebe. Was? Was wollen Sie als Gegenleistung? Ich nehme den Senator fotografieren. Ein Foto mit Ihrem Mann oder ich schicke diese Band, dieses Band an die. Alles klar? Und Sie wollen wirklich nur das? Ich brauche nur ein paar Minuten. Könnten Sie wohl Miss Johansson beschäftigen, bis ich zurück bin? Entschuldigung. Mhm, jetzt muss ich hier wieder rein. Ja, ich bin's. Oh, konfrontieren. Sorry, aber dafür würde ich niemals 60 Riesen ausgeben. Was? Der Senator spricht heute nicht mit der Presse. Und ab jetzt habe ich Feierabend. Also, ruinieren Sie anderen den Abend. Jo. Es scheint, als hätten sie einen Druckmittel gegen McCain. Ich habe dein Video gefunden. Ich werde es einer sehr interessanten Partei geben. Nein. Wenn Karriere machen ein Verbrechen ist, bin ich wohl schuldig. Erpressung ist ein Verbrechen, ein schweres sogar. Erpressung von Senator ist nicht gut für ihre Karriere. Was sie auch glauben zu wissen, ist falsch. Sie können nichts beweisen. Versuchen sie es. Sagen noch ein Wort und ich verklage sie. Jo. Ich bezweifle, dass dies hier offiziell werden soll, Miss Johansson. Miriam, bitte. Ich hätte das Video nie wirklich veröffentlicht. Ich wollte nur etwas Geld dazu verdienen. Ist nichts Persönliches. In der Politik ist alles persönlich. Als ob ich nicht wüsste, was unter meinem Dach vor sich geht. Ich weiß, wie das aussieht, aber ich schwöre. Ich habe nichts als Respekt vor dir und deinem Mann. Mein Mann, Gott behüte ihn, ist ein Idiot. Aber er bringt Stimmen. Jo, und die legen die jetzt um, oder? Sie. Digga, der hat ein Messer in der Hand, siehst du das? Ach nee, ist ein Sprüssel. Was zum Teufel? Miriam, bitte. Nicht. Was soll ich nicht, Liebes? Jason, ich glaube, Miss Johansson hat zu viel getrunken. Bitte helfen Sie ihr raus. Ja, tschüss. Und zu Ihnen. Deal ist Deal. Wen? Ach, geben. Ich habe gehen gelesen. Worum geht's hier? Ich habe wieder mal deinen Dreck beseitigt. Wie immer. Leider brauchst du eine neue Assistentin. Vielleicht einen netten jungen Mann? Das hätte ich jetzt klären können. Ich habe ein Foto versprochen. Wärst du vielleicht so nett? Okay. Zoom ran. An wen? Noch ein bisschen näher. Noch etwas ranzoomen. Das ist alles, Schatz. Scher dich weg. Danke für Ihre investigative Sorgfalt. Genießen Sie den Rest Ihres Abends und setzen Sie Ihre Drinks auf die Rechnung meines Mannes. Oha, geil. Der Scan ist gut. Gute Arbeit, Chase. Zeit für das Dach. So, nee, nee, nicht aufs Dach. Wer ist überhaupt Adler? Schau drauf. Der Technikraum auf dem Dach ist euer Einstieg in den gesicherten Aufzugsschacht. Okay. Ihr führt euch ganz nach unten zur Black Side. Oh, ich komme da nicht hin, ne? Ich muss hier immer. Sorry, ich muss hier kurz durch. Okay, ich muss da hin. Das heißt, ich muss hier einmal komplett durch. Hallo? Sehen Sie mich? Nö. Oh. Er hat mich doch gesehen. Komm rein. Perfekt.
ist das? Keine Ahnung. Jo, wo kommt der denn her? Okay, komm rein, Bill. Ich muss dich umlegen. Komm jetzt rein. So, dich nehme ich mal kurz mit hier. Dass dein Bro dich nicht sieht. Zack. Scheiße. Mach auf. Oh. Verlaufen. Such nach dem Laden in der südwestlichen Ecke der Hauptstadt. Hinten gibt es einen Weg zum Dach. Hey, Direktor Livingston will dich sprechen. Kommen Sie schon. Ich renne jetzt. Okay, ich kann da nicht hinrennen. Für das Dach. So kommen wir an Erdler ran. Die Dachtreppe ist auf deiner Karte markiert. Schau drauf. Der Technikraum auf dem Dach ist euer Einstieg in den gesicherten Aufzugsschacht. Er führt euch ganz nach unten zur Blackside. Ach, da muss ich hin. Okay, ich muss also... Ja, ich laufe jetzt erstmal so. Moin. Hallo, lass mich hier durch. Der, wer ist der Typ? Okay, so. Nee, nicht die Kamera. Okay, ich muss tatsächlich hier hin. Ah, ich komme hier durch. Okay. So. Bitte komm hier nicht rein. Bleib einfach draußen. Jetzt rennen. Aha, ich hab's geschafft. Aber jetzt muss ich hier hoch, glaube ich, ne? Oder? Ja. Ein paar Wachen auf dem Dach. Machen nur ihren Job. Halt dich von ihnen fern. Mach ich. Such auf dem Dach nach einer fest montierten Leiter. Ja, da ist einer. Okay, wir müssen jetzt hier hoch. Denk an Marshalls Worte. Lass dich nicht sehen. Okay, wo muss ich hin? Da auf die andere Seite. Er sieht mich nicht, oder? Hey, der ist das hier alles. Wenn wir hier oben die Eier haben, viel Spaß dabei. Ich glaube, wir sitzen hier fest. Ey, lass mich hier runter, bitte. Langweilig. Tolle Kombination. Digga, war das knapp. Und
Ich höre morgen auf. Digga, die sind direkt über mir. Wir sind fast da. Warum ging der auf? Warum findest du eine Luke an der Wand? Sie führt in den Aufzugsschacht. Ah, da. Nimm die Hände hoch. Langsam. Hab ein 10-14 in R1. Benötige Verstärkung. 10-4. Bleib ruhig und niemandem wird etwas passieren. Haben wir hier ein Problem? Sir, ich habe gerade... Warum lässt du uns... Ein ziemlicher Schlag. Ich gehe kein Risiko ein. 10-23, Verstärkung unterwegs. 10-22, das hat sich erledigt. Verstanden. Nimm die Tasche, Case. Du bist underdressed. Okay, dann rüsten wir uns mal auf hier. Oh, wir haben Waffen. Das bedeutet, wir müssen gleich schießen. Ups. Hallo, lass mich doch mal jetzt hier rüber. Ah. Denk dran. Sauber und leise, niemand nimmt Schaden. Rein, Adler holen, raus. Los geht's. Kein Zurück mehr. Jo, was ist das denn hier, Alter? Let's go. Oh, sorry, er rennt. Zum Scanner, Case. So, ja, scannen. Ich habe das Infrarotbild verstärkt, damit es die Kapillaren auf der Netzhaut des Senators hervorhebt. Die Auflösung sollte reichen. Scheiße. Bitte, Hilfe! Sie kamen während des Schichtwechsels. Sie kannten unsere Zeitpläne. Fing an zu schießen. Okay. Also ich hab Panzer. Du hast die Wahl, laut oder leise. Ich gehe zur Security und schau, womit wir es zu tun haben. Wenn du darauf losfeuern willst, schätze ich dich. Deine Entscheidung. Brenzlige Situation voraus. Mehrere Ziele, Geiseln. Sei vorsichtig. Ziele im Raum, zu deiner Linken. Der Schalldämpfer sollte dir helfen. Okay, ich muss dahin. Vom richtigen Winkel aus kannst du beide mit einem Schuss ausschalten. An deiner Stelle würde ich den Hauptraum meiden. Okay, okay, okay. Aua, aua, aua. Bin unterwegs zu dir. Bleib an ihm drin. Digga, von wo? Da oben. Junge. Sorry, Diggi.
einen blöden... Okay, warum ist der jetzt da oben, Junge? Wo ist mein Kollege hin? Aber... Ah, das ist Marshall, okay. Perfekt. Wo ist er jetzt hin? Digga! Wo sind sie? Okay. Mach auf die Tür. Okay, wir kommen da nicht durch, oder? Hallo? Scheiße, verbarrikadiert. Such einen Weg drumherum. Mhm. Ach Mann. Schwarzlicht ein. Oh. Gehen. Was ist mit dem Raum links? Oben links? Mit dem Raum oben links. Hä? Was meint er mit dem Raum oben links? Ne, ich soll hier rein. Der sagt, ich soll hier rein. Okay, dann mach ich das. 7, 8, 2, 0. Okay, 7, 8 ist alles falsch, okay. Gleich 0, dann 2, dann 7 und dann, und dann 8. 2 ist richtig, okay. 7, 2, 8, 0. Okay, 2 und 8 ist richtig, das heißt 0, 2, 8, 7. Ist denn jetzt die 0 falsch? Oh, so wird 2 mal 2 gedrückt, oder was? 0 ist komplett falsch. Aha. Gut, dann drücke ich nochmal die 2, 2, 8, 7. Ah, es ist richtig. Such nach möglichen Wegen auf die andere Seite. Wartungsschächte, Lüftung, irgendwas. Okay, wo soll ich jetzt hin? Hier rein, denke ich, oder? Jetzt müssen wir hier runter. Junge, das ist gerade hier richtig spannend, Alter. Verdammt wieder.
Der Adler ist dahinter. Felix, die Schlösser gehen auf, wenn wir den Sicherungskasten sprengen? Wenn die Pläne stimmen, dann ja. Mal sehen, ob dein Hightech-Spielzeug das hinbekommt. Zeit für die Bombe auf Rädern, Case. Hat das Zahn noch was anderes drauf? Ich habe einen Kurzstrecken-Taser installiert. Nicht stark, aber er kann Ziele betäuben. Case, da ist der Adler. In der Zelle. Scheint zu wissen, dass wir hier sind. Am Eingang ist alles. Warte mal, muss ich jetzt hier lang drauf? Oh, hier passiert nichts, okay. Was sollte ich denn jetzt machen? Ich check's nicht. Was war das? Vielleicht gibt es Ratten hier unten. Okay. Digga, hier sind überall Menschen. Nein, jetzt hängt es. Oh, Leute. Okay, bin wir da. So, wohin? Überprüfen, ja. Ruhig, Adler. Wir wollen dich retten. Aber ich wurde wohl erreicht. Er glaubt, dass du es wert bist. Hoffentlich stimmt's. Seth, haben das Paket. Gut, nicht wieder auf da. Schnell. Wir haben geladene Gäste. Toll. Bist du bereit? Okay, jetzt müssen wir raus. Komm mal aus der... Was jetzt? Wir kommen nur durch den Aufzugsschacht raus. Die Verstärkung holt uns ab. Was zur Hölle ist das? Aua, aua, aua. Ja, ich treffe ihn nicht. Jetzt.
Yo, die schießen ja absolut. Die schießen ja absolut in deine Dings rein, Alter. Ich geh lieber zu denen. Panther, eine ihrer Elite-Einheiten. Er wirft Fallen. Ah, hier. Panzerung. Ja. Sorry, Digi. Scheiße, ich bin fast am Sterben. Okay, so. Gerade Edla getroffen oder was? Ups. Wohin? Hallo, jetzt treff ihn doch mal. Au. Ey, dieses Spiel macht mich jetzt schon wieder aggressiv, Alter. Okay, ihn habe ich. Doch nicht. Jetzt habe ich ihn. Au. Ich habe gleich keine Waffe mehr, ist das Problem. Glaube ich.
Scheiße. Ich habe keine Waffen mehr. Hilfe, ich brauche Waffen. Let's go. Ist der jetzt schon wieder hin? Ach, hier. Ja, kannst du auch mal laufen, Asche? So, da wird geschossen. So. Bist du jetzt schon wieder hin? Deckung!
okay, okay. Fühlt sich das an? Nach Fortschritt. Ey, endlich. Durch die Wartungsluke. Ihr zwei zuerst. Ich helfe euch hoch. Du zuerst, Erdler. Komm schon, Case. Let's go. Nach unten war's leichter. Hier. Go. Das Schlimmste ist geschafft. Hoffentlich. Nach oben. Wir nehmen nur die Touri-Route. Auf geht's. Du hast vorhin was von Verstärkung gesagt. Wer ist so verrückt, die Nummer hier durchzuziehen? Höchste aufrichtige Bürger. Dachte ich mir. Kontakt! Okay. Ja, Junge, wie soll man denn... Hä? Das checke ich jetzt schon wieder nicht. Wie soll man das denn jetzt schon wieder schaffen? Du bist schon als Dorsis. Danke. Gibt es einen Plan B? Ist wie Plan A. Nach oben. Wir nehmen nur die Touri-Route. Auf geht's. Du hast vorhin was von Verstärkung gesagt. Wer ist so verrückt, die Nummer hier durchzuziehen? Höchste aufrichtige Bürger. Dachte ich mir.
Kontakt! So, kommen die hier nicht durch, oder was? Guck mal. Au. Jemand nähert sich. Die sind erledigt. So, neue Waffe. Wir sind Treppenleute. Haltet die Augen offen. Na, die hat mehr weg. Nach dir, Case. Digga, bitte nicht. Ich will mich nicht erschrecken. Okay. Junge, da war ich jetzt ein bisschen zu voreilig tatsächlich, wegen dieser scheiß Granate. Ja, ich habe keine Waffen. Aua, ich bin tot. Hä? Wie? Oh Mann, ey.
Ey, ich. Leute, ich raste hier gleich aus, ey. Ich, Digga. Okay, wir kriegen Gesellschaft. Jetzt aber, let's go. Erledigt. Digga. Nachladen. Okay, so ein generieren, so. Digga, warum denn nur auf mich? Piss dich doch mal jetzt. Wow. Beseitigt! Ah, ich brauche eine neue Waffe. Okay, so. Exfiltration, wann kommst du? Gar nicht. Wir sind über der Kopf. Wir können nicht zu euch. Gott verdammt. Oh nein. Habt ihr gesprengte Ketten gesehen? Ja, er hat's nicht geschafft. Wir schon. Wenn wir sie nicht überrumpeln können, fliehen wir. Aufsitzen. Yes. Einfach so, hä? Einfach so. Digga, wir fahren jetzt hier nicht einfach mit diesen Dingern rum. Hast du sowas schon mal gemacht? Nein, aber ich sehe keine bessere Option. Mir geht die Munition aus. Bereit machen! Halte sie mir vom Nahen! Hab ich doch. Ich hab doch A gedrückt. Scheiße. Oh, ne. Warum muss man das immer von vorne machen? Das ist so behindert gemacht. Einfach so, hä? Einfach so. Okay, Leute. Ey, ich tu hier gerade schon eine Stunde aufnehmen. Digga.
Hast du sowas schon mal gemacht? Nein, aber ich sehe keine bessere Option. Mir geht die Munition aus. Okay, let's go. So, jetzt. Halte sie mir vom Land! Adler, seid ihr total verrückt? Irgendwas geht hier vor, Jane. Etwas Großes. Adler hatte recht. Die Agency ist kompromittiert. Es war sicher nicht Adler? Die Typen vom Überfall auf die Black Side? Seine Freunde waren das nicht. Was für Typen? Es war das Pantheon. Die gleiche Gruppe, die in Kuwait aus dem Nichts aufgetaucht ist. Sie können nur von jemandem innerhalb der CIA von dieser Black Side erfahren haben. Von jemandem ganz weit oben. Ist das Livingston? Vielleicht. Hör zu, Troy. Sie schieben den Angriff auf dich, euch alle. Woods, Case, Adler. Ihr seid auf Interpols meistgesuchten Liste. Sie werden euch jagen. Ich verstehe schon. Mhm. Ich kann helfen. Nein, sonst bringen sie dich mit uns in Verbindung. Spar mit den Ritter in schillernder Rüstung, Troy. Du willst helfen? Such weiter. Zuerst bei Livingston. Ich gebe mein Bestes. Danke. Okay. Und Jane? Ja? Vertraue niemandem. Mhm. Ey, Leute. Ich kann das Spiel nicht mehr. Ernsthaft? Also. Du gehst nie als Delta durch. Nein, eine Dolmetscherin. Du sprichst nicht mal Arabisch. Ich vergeude das hier Zeit. Ist keine Abstimmung. Du bleibst zurück, zusammen mit Felix und Woods. Gut. Wenn du dir sicher bist, werde ich hier nicht nur rumsitzen. Ich gehe raus. Lass sie gehen. Weiter geht's. Adler, hat Alawi nicht mehr gesagt, bevor du ihn exekutiert hast? Das ist meine Welt, Marshall. Werd schneller wachsen. Ich höre. Alawi wusste von Pantheons Präsenz im Irak als Teil eines Technologieaustauschs mit Saddam. Pantheon kriegt Schutz und Einrichtungen, Hussein Zugang zu einer experimentellen Waffe. Aber Alawi wusste nicht, was für eine? Nein, nur wie sie genannt wird. Die Wiege. Die Wiege. Die Wiege. Und jetzt ist sie im Irak. Vermutlich. Laut Alawi ist sie auf dem Weg zu einem abgelegenen Palast. Eine Demonstration findet im Bunker unterhalb statt. Hussein ist ein Weltklasse-Sammler von Palästen. Allein auf dieser Karte sind es mehrere. Alawi war sicher, welcher es ist? Ja. Dieser hier. Schauen wir ihn uns an. Wir finalisieren die Pläne und machen uns auf den Weg. Wegtreten. Die nehme ich. Hab ich dir mitgebracht. Leute. Zwar erstaunliches Video. Es ist, könnte gefühlt sogar ein Stream gewesen sein jetzt hier. Ich habe in meiner ganzen YouTube-Karriere, Karriere in Anführungszeichen, noch nie ein Video in. Also noch nie ein Video. In einer Stunde gedreht. Leute, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, Leute. Ich weiß nicht, ob das Leute sich angucken werden, weil es halt einfach eine Stunde geht. Ist verständlich. Leute, es würde mich auf jeden Fall riesig freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Ja. Leute, aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Leute, habt einen traumhaften Tag.
Haut rein, Leute. Euer Sendo. Ciao, ciao. Komm mit fahren, Richtung Sonnenuntergang. Ja, ja. Unser Ziel ist das irgendwo im Irgendwann. Hol am Spät, die Pink ist Wasser-Eis. In meinem Bauch so blaue Butterflies. Kommt die Wolken, kann uns heute sein. Hat aber eigentlich ein Waffenschein. Da 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 da